Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jemand schreibt uns: Nach Schlaganfall am 22.12.2020 habe ich Jesus vertraut und er hat mich geheilt ohne Folgekrankheit. Ihm sei alle Ehre und Dank und auch euch. Durch euch habe ich gelernt, in Vollmacht zu beten. Danke, danke, danke. Auch du kannst in Vollmacht beten. Nimm den Sieg Jesus in Anspruch und rede einfach mit ihm und sag ihm, was du brauchst. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute ein Thema: deine Autorität. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Deine Autorität. Kennst du deine Autorität? Du sagst bestimmt ja, ja, also über meinen Mann, über meine Frau, über meine Kinder und was auch immer Autorität. Ja, gewiss, aber ich spreche heute von einer anderen Autorität. Uns ist Autorität gegeben, wenn wir Christen sind, haben wir Autorität. Autorität über die ganze Mächte der Finsternis, Autorität im Namen Gottes zu beten, zu reden und Gottes Kraft wirklich freisetzen in unserem Leben. Wir beten oftmals zu Gott um Dinge, wo wir eigentlich die Autorität bekommen haben, es freizusetzen. Selbstverständlich sollen wir zu Gott beten, aber er hat uns Autorität gegeben, Dinge freizusetzen. Wir haben Autorität bekommen als Christen, wirklich die Macht der Finsternis zu stoppen. Wir können sagen, stopp zu den Mächten der Finsternis, die uns plagen oder irgendwo Schlechtes tun möchten. Und wir wissen, ihm, Jesus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und er hat sie uns gegeben. Nicht zum Spielen, nicht zum Superman-Spielen, nein. Er hat sie uns gegeben. Und der Unterschied ist, der Teufel hat auch Macht, aber er hat keine Autorität. Du hast die Kraft Gottes in dir und auch die Autorität, es freizusetzen. Das ist nicht was, wo wir einfach hingehen und uns schnell mal machen. Wir müssen uns hineinbegeben, wir müssen üben. Aber es ist schön, dass wir es wissen und es anwenden dürfen. Denn auch du als Christ vertrittst den Himmel hier auf der Erde. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr, dass wir wirklich, Herr, den Himmel auf der Erde vertreten. Und Herr, vergib in den Stellen, in denen wir es nicht gut machen. Aber ich danke dir dafür, lass uns üben darin. Lass uns immer besser werden, deine Autorität, die du uns gegeben hast, auch zu nutzen und wirklich dem Bösen, den Mächten der Finsternis entgegentreten und Stopp sagen. Und sie müssen stoppen, denn es steckt deine Kraft, nicht unsere Kraft dahinter. Danke, Herr. Amen. Menschen schreiben uns ihre Nöte und Sorgen und folgendes Gebetsanliegen erhielten wir. Hallo, liebes Missionswerk, ich bekomme regelmäßig eure Zeitschrift und möchte euer Angebot, für mich zu beten, gerne in Anspruch nehmen. Ich leide unter der chronischen Darmentzündung Morbus Crohn, die mir immer wieder große Beschwerden verursacht. Bitte betet um Heilung und einen Rückgang der Entzündung sowie um Bewahrung vor größeren Komplikationen. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Frau kennst und dass du auch diesen Darm kennst. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Entzündung entmachtet ist und dass dieser Darm wieder ganz normal funktioniert, so wie du ihn geschaffen hast. Und ich danke dir, dass keine Entzündungsherde mehr da sind, dass keine Komplikationen entstehen und dass da wirklich Heilung geschieht. Danke, Jesus. Du bist der Herr und du hast auch diese Krankheit mit ans Kreuz genommen. Und ich danke dir, dass du eingreifst, auch bei all den anderen Menschen, die unter dieser Krankheit leiden. Und ich danke dir, dass du jeden, der mit dem Darm Probleme hat, jetzt berührst, dass deine starke Hand, deine heilende Hand jetzt auf jedem liegt, der mit dem Darm Probleme hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du es tust und dass wir dir vertrauen dürfen. Amen. Amen.
Und eine Mutter hat ein Gebetsanliegen für ihre Kinder, für ihre Ausbildung. Und sie schreibt: Bitte betet für meinen Sohn, dass er noch dieses Jahr eine Ausbildungsstelle bekommt und dass meine Tochter für das duale Studium zugelassen wird. Ich danke euch von Herzen. Seid gesegnet. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese zwei Kinder kennst, die einen Ausbildungsplatz brauchen. Und ich danke dir, dass du die Türen auftust, dass du auch da wirklich einen Weg hast für diese beiden, dass sie wirklich einen Platz haben, den du für sie ausgesucht hast. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass sie wirklich eine wunderbare Ausbildung machen können. Und auch für all die anderen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen einen wunderbaren Platz hast, einen wunderbaren Ausbildungsplatz oder Studium oder was auch immer gesucht wird. Danke, Jesus, dass du die Türen öffnen kannst. Und wir danken dir dafür, dass du es tust. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Mein Gebetsanliegen. Mein Mann hat die Diagnose Multiple Sklerose. Das Rückenmark, Gehirn und Nerven sind schon geschädigt. Er ist 33 Jahre alt, ein lieber Mensch, guter Ehemann und besonderer Vater. Und Daniel wird dafür beten. Ja, sehr, sehr gerne. Und man hat richtig Mitgefühl mit so einer Situation. Wir Menschen können recht wenig tun. Die Ärzte tun ihr Möglichstes und wir möchten uns zu Gott wenden. Er möchte heilen. Danke, Herr. Herr, du kennst diesen Mann und du kennst auch die ganze Familie. Und danke, Herr. Herr, greife du ein. Herr, danke, Herr, dass alles wieder, die ganzen Nervenbahnen, der ganze Körper, alles, was zerstört ist. Herr, wir sprechen Wiederherstellung aus und wir sagen auch Stopp in deinem Namen, Jesu, zu dieser Krankheit. Und Herr, wir rufen Wiederherstellung aus in deinem wunderbaren Namen, Jesu. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns per E-Mail: Ich fühle mich hoffnungslos, weit entfernt von der Nähe Jesu. Darüber bin ich sehr unglücklich. Mein Mann hat als freier Fotograf keine Aufträge. Wir verbringen Zeit gemeinsam, haben aber kaum soziale Kontakte. Bitte beten Sie um neue Perspektiven, eine finanzielle Zukunft, Christen, die uns als Menschen zur Seite stehen. Ja, ich finde es großartig, dass diese Frau auch wirklich geschrieben hat. Die sieht keine Hoffnung mehr, die sieht kein Land mehr, kein Geld mehr. Und dann wirklich, wirklich zu Gott kommt und sagt, betet für uns. Und das wollen wir auch tun. Es geschehen Zeichen, es geschehen Wunder. Wir erleben es und wünschen es auch und beten dafür, dass das in dieser Situation passiert. Danke, Herr. Danke, Herr. Du siehst auch, Herr, diese Situation, die wir gerade gehört haben. Ich danke dir dafür, Herr, begegne du diesen Menschen auch mit deiner Nähe, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, lass sie auch wirklich nicht in Abhängigkeit bringen, alles viel Geld ist Gott nahe, wenig Geld ist Gott ferne, sondern wirklich, Herr, deine Nähe, dass sie deine Nähe suchen und aus deiner Nähe Lösungen kommt. Lösung ist nicht immer nur Geld, sondern viele Dinge, Herr, die auch im Weg stehen oftmals für den Erfolg. Ich danke dir dafür, schenk ihnen neue Wege, neue Möglichkeiten. Herr, ich danke dir dafür, dass du Aufträge schenkst, Herr, aus einem Bereich, wo sie noch nie gedacht haben, dass sie da Aufträge herbekommen. Ich danke dir dafür, dass du die Lösung bist. Amen. Amen. Eine Frau erlebte Gebetserhörungen und das hat sie uns geschrieben. Ganz herzlichen Dank für eure ermutigenden Briefe, Sendungen und die Sendung Hoffnung um 12. Die zahlreichen Gebetserhörungen stärken immer wieder meinen Glauben. Danke für euer Mitbeten bei meinen letzten Gebetserhörungen. Die Handwerkerarbeiten sind tadellos abgeschlossen worden.
Die Gehirntumor-OP meines Bruders ist geglückt und entfernt worden. Seit Oktober setze ich meine Orgelstudien am Konservatorium in Frankfurt fort und gesundheitlich geht es mir immer besser. Danke fürs Mitbeten und für euren Dienst. Und eine Frau hat wieder Kontakt zu ihrer Tochter. Sie schreibt: Danke für eure Gebetsunterstützung. Meine Tochter hat sich nach 8 Jahren zum ersten Mal gemeldet. Ich habe einen guten Kontakt zu Bekannten behalten und das war so wertvoll. Von diesen hatte meine Tochter noch die Telefonnummer. Alles andere hat sie verloren. Gott hat meine Ängste und Tränen gesehen. Meine Tochter lebt. Sie hat mich angerufen und um Verzeihung gebeten. Danke für euer Gebet und danke, Jesus. Was für eine Freude für diese Mutter. Und aus der Schweiz kommt diese Gebetserhörung. Ich habe eine Gebetskarte für den Gottesdienst in Zofingen ausgefüllt. Es ging um meine Haut auf der Nase, wo der Arzt etwas Verdächtiges gefunden hat. Heute war ich wieder beim Arzt. Es war geplant, eine Gewebeprobe zu entnehmen. Das war nicht erforderlich. Auch die Blutgefäße sind nicht mehr geworden. Ich muss in 3 Monaten wieder zur Kontrolle. Ich bin sicher, dass Jesus mich geheilt hat. Danke auch für eure Gebete. Wie schön. Und um eine Bewahrung von Eltern und Bruder geht es beim nächsten. Vielen Dank für Ihre Gebetsunterstützung. Der Herr hat mächtig eingegriffen und unsere Eltern und meinen Bruder vor einer Erkrankung an Corona bewahrt. Ihm sei alle Ehre und euch danke für die zahlreichen Gebete. Wie schön. Ja, wir beten gerne für jedes Anliegen, das eingeht. Aber auch wenn wir eine Gebetserhörung bekommen, freuen wir uns. Sende uns deine Gebetserhörung, die du erlebt hast, auf die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Der Tipp des Tages, ich rate dir, nimm dir mal so 2-3 Minuten Zeit, jetzt gleich, wenn diese Sendung vorbei ist, und überlege dir mal, schließ vielleicht die Augen, dass dich nichts ablenkt, überlege dir mal und mach dir klar, welche Autorität du als Christ hast, laut der Bibel. Nicht, weil ich es dir sage, sondern laut der Bibel. Mach dir das klar. Es wird dein Leben verändern, wenn du weißt, wer du in Christus bist. Wenn du Sorgen und Nöte hast, dann schreib uns oder lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und schon bald ist wieder Sonntag. Sei mit uns dabei, Sonntagmorgen 10 Uhr im Livestream oder in YouTube. Und wenn du YouTube noch nicht abonniert hast, unseren Kanal, dann klicke oben auf den roten Balken, abonniere YouTube und du verpasst nichts, wenn wir was Neues für dich haben. Wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Bis bald. Alles Gute und der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.